Punkte oder beziehungsweise hier und morgen doppelte Punkte gibt statt 25 für den Sieg 50, statt 18 für Platz 2 dann eben 36 und so weiter. Der dritte Platz ist normalerweise 15 Punkte wert, der macht hier dann 30 Punkte aus. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Diskussion. Und Christian, viele haben gesagt, das ist ja Blödsinn, das verfälscht die ganze Geschichte. In der guten alten Zeit der Formel 1 war es teilweise noch anders, da wurden gar nicht alle Rennen bewertet. Reiche Resultate hat es da gegeben. Da war Senna mal Weltmeister mit 11 Punkten weniger als Alain Prost. Ja, das war ein großes Politikum, aber das müssen wir jetzt nicht genau erklären. Streichresultate waren einfach dazu da, um das Feld ein bisschen, ja, was die Zuverlässigkeit angeht, anzugleichen. Denn das ist damals einfach mehr kaputt gegangen als heute. Man hat ja den Punktemodus in der Formel 1 in den letzten Jahren einige Male verändert. Ganz früher gab es mal nur 9 Punkte, für den Sieg, dann gab es irgendwann mal 10 Punkte. Und auch da haben natürlich jetzt viele Statistikfans mal nachgerechnet. Und da gibt es auch die eine oder andere Rechnung, nach der zum Beispiel nach dem alten System Nico Rosberg vorne liegen würde, weil eben früher die zweiten Plätze in Relation zum ersten mehr bewertet wurde.